Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von meinem Hearthstone Let's Play. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die Schnauze voll. Ich finde das Spiel sowas von bescheuert, weil ich weiß nicht, was ich falsch mache. Im Grunde spiele ich alles so. Ich habe mir schon Millionen von anderen Let's Plays angeguckt und die spielen auch nicht anders. Deswegen, ich bin ganz froh und dann wird es wahrscheinlich demnächst ein bisschen mehr Parts von, wie heißt es denn? Von Heroes of, Might and Magic Duel of Heroes geben. Ein Kartenspiel, was wesentlich besser ist wie dieser Schrotz hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Schwachsinn. Ja, Schurke, naja. Was soll's. Naja, genug aufgeregt. Blicken wir einfach mal in die Zukunft und gucken, was wir so als nächstes dann für Let's Plays haben. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, wenn es dann auch mal vorbei ist hier mit dem Hearthstone Let's Play. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile genug rumgequält. Ihr habt es ja selber in den ganzen Parts gesehen, dass ich da wirklich nie gut abgeschnitten habe. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie schlecht spiele oder sowas. Ja, das wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt die Priesterin spiele, weil dann holt er einfach sein Messer raus und macht die Priesterin mit dem Messer kaputt. Das möchte ich nicht. Wobei, ich hätte ihn spielen können. Ich bin ja doof. Ich hätte doch das Mal der Wildnis spielen können. Jetzt kommt die Münze, jetzt kommt sein... Doch nicht. Ja, das ist doch okay. Spielen wir ihn. Und hauen seinen Tank kaputt. Wir haben noch zwei Rüstungen dazu. Und sein Tank ist erstmal kaputt. So, jetzt ist die Frage. Beim nächsten Mal haben wir vier. Da könnten wir ihn und sie spielen. Ich glaube, das sieht nach einem Plan aus. Geladen und entsichert. Ja, das ist ein Plan. Wobei, ist kein Plan. Wenn ich das jetzt schon mache, dann haut er seinen... Dann haut er bestimmt seinen... wie heißt es denn? Seinen Verstummer raus. Deswegen würde ich sagen... Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Die hat auch... Ne, die hat 2-3. Die hat 2-3. Machen wir so. Greifen wir ihn wieder direkt an. Weil mit ihr kriege ich ihn weg und ich würde es noch überleben. Beziehungsweise ich würde es nicht überleben, weil er dann sein Messer ziehen kann. Ach ja. Schurken und ihre Messer. Ich muss sagen, bei WoW habe ich auch schon mal einen Schurken gespielt. Ja genau, das habe ich mir beinahe gedacht. Was macht er denn jetzt? Ach, er macht so. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht eine Karte spielen, die 0 Mana kostet? Ist immer noch viel zu overpowered, die Mana-Karte. Und es läuft wie schon den ganzen Morgen. Ich spiele und der Gegner hat alles, was er braucht, um meine Spiele... Was war das denn? Um meine Spiele halt zu beenden. Wir spielen den Gnomisch. Sehr schön. Spielen sie. Und beenden unsere Runde. Damit ist der Gnomisch wenigstens noch einen stärker. Wobei, wenn er beides reinjagt, dann ist er auch wieder tot, weil ja der blöde Schurke seinen Dolch noch hat. Wie spät hat man das eigentlich? Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ach, da unten steht's doch. 4 vor 10. Ich bin ja doof. Oh, der Typ nervt mich so dermaßen. Gut, da ist der erste schon mal weg. Jetzt ist die Frage. Ich könnte theoretisch seine Tusnelda da auch platt machen. Muss ich jetzt nur mal... Optionen.
Optionen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das machen soll. Ja. Machen wir so. Hauen wir ihn kaputt. Weil jetzt muss sie erstmal in meinen Gnomisch reinrennen und dann kann ich mit dem Gnomisch gleich in der nächsten Runde sie töten. Sollte er jetzt nicht irgendwie welche anderen Sachen haben. Er hat irgendwas. Aha, ich hab's geahnt, dass er irgendwas hat. Soll mir recht sein. Gut. Gut. So, und wieder weitere Optionen. Weitere Optionen. Ich könnte theoretisch. Ich mach's auch praktisch. So. Dann machen wir ihn. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, dass er halt dann da auch nicht mehr dran kommt, so richtig. Und Attacke. Jetzt haben wir nämlich einen 7-7er. Er kann ihn jetzt zwar verstummen lassen, aber naja. Was soll it? Wenn er überhaupt irgendwas zum Schweigen bringendes hat. Aber jetzt kann er wenigstens mit seinem komischen Typen da nicht mehr mich platt machen. Also meinen, wenn er die nicht zum Verstummen bringt. Okay. Okay. Er kann so nichts mehr spielen. Was macht er? Ja, mach das mal. Das war sowieso, wäre sowieso mein Plan gewesen. So viele möglich. Dankeschön. Denn jetzt kann ich ihn da wegrotzen. Der macht 5, ne? Okay, machen wir es erstmal. Machen wir es erstmal so. So. Dann rotzen wir ihn weg. Sehr schön. So, was kann ich noch machen? Ich kann jetzt noch ihn spielen. Machen wir das doch glatt. Und wir beenden. Ach nee, scheiße. Das war blöde. Weil jetzt kann er. Oh nein. Jetzt macht er bestimmt die Aktion, dass er auf diese Zauberkarte, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, auf mein Quest-Adventure spielt. Und der dann den Ogre kaputt haut. Tückische Klinge mit 1, okay. Meuchelt er den jetzt weg mit seinem Dolch? Er wird sich 8 Schaden machen mit dem Dolch. Ja, er macht sich tatsächlich 8 Schaden. Das ist interessant. So, was kommt jetzt noch? Ich kann gleich auf jeden Fall erstmal 3 neue Karten ziehen. Und den Worgen werde ich wahrscheinlich auch spielen. Deine Augen sind offen. Ah, er heilt sich. Neue Optionen. Neue Optionen. Das ist... ich glaube, das mache ich sogar. Das Sternfeuer... Warte mal. Ja, Sternfeuer auf ihn. Da einmal angreifen. Ingenieurs, keine Ahnung was spielen und Zug abgeben.
würde ja jetzt am liebsten sagen, sieht ja ganz gut aus, aber das Blatt wendet sich gleich bestimmt noch wieder, so wie ich mein Glück kenne. Von daher nicht übereifrig irgendwie was angeben, was hinterher nicht zutrifft. Komm, so viele Möglichkeiten hast du doch bestimmt gar nicht. Du laberst mich nur voll. So, machen wir erstmal hier alles schön kaputt. Zack. Tür zu. Licht aus. Eure Magie wird euch nicht retten. Was? Was für eine Magie? Legt euch nicht mit. Aha. Das bringt dir jetzt nicht so viel. Das bringt dir jetzt nicht so sonderlich viel. Sonst noch was? Hätte ich gewusst, dass er sowas spielt, ne? Dann hätte ich das Sternfeuer auch auf ihn draufballern können. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt ziehen. Aha. Das sieht doch schon fast nach einem Plan aus. Das mache ich sogar. Ja, doch, das mache ich sogar. Nehmen wir ihn. Ich muss das Land bewachen. Machen wir es so. Hauen den da. Hauen den da. Den direkt, weil das Schweinchen brauche ich. Wobei, das Schweinchen wird ja jetzt so freiwillig woanders reinjagen. Damit der Worgen nicht enraged wird. Aber vielleicht haben wir ja Glück und er macht es nicht. So, und in der nächsten Runde greife ich dann an. Dann habe ich genug mit ihm gespielt, wobei jetzt hat er bestimmt einen Tank. Ich wusste es. Verdammte Tat, ich wusste es. Okay. Und er nimmt sich, was ist denn, er nimmt sich das Schweinchen auf die Hand zurück. Das ist ja interessant. Das ist mal ein richtiger interessanter Zug. Ach, guck an. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Habe ich denn jetzt gewonnen? Doch, ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Warte mal. Das werden 8 mit der zusammen. 8 plus 4... Ja, es reicht. Wir haben gewonnen. Wir können gut gespielt machen. Einmal ihn angreifen. Nochmal ihn angreifen. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Oh, hätte auch so gereicht ohne das Ding. Ja, von mir aus auch das. Zack, haben wir doch nochmal eine Runde gewonnen. Doch noch nicht vorbei. Oh, und ich dachte schon, ich könnte jetzt endlich aufhören. Aber nein, gut, für euch spiele ich auch noch eine Runde. Ist gar kein Problem. Jetzt habe ich auch gerade mal wieder ein bisschen Spaß dran gekriegt. Da hat sich der Schlüssel wieder geändert, aber viele Veränderungen werden wir wohl nicht mehr sehen. Das Deck ist auch nicht wirklich gut, was ich da zusammengebastelt habe. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet in zwei Tagen, morgen wieder ein. Zum nächsten Part, vielleicht dem letzten Part von Hearthstone. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, ob ich gewinne oder verliere. Bis dahin, alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus.